kann einfach nicht sein, dass ich schon 5 Tage drüber bin. Eigentlich solltest du heute deine Tage kriegen. Ich habe aber noch keine gekriegt. Scheiße. Jetzt warten wir mal ab. Morgendliche Routine. Ich wiege mich. Okay. Was haben wir jetzt hier? Ich habe heute 5 Stunden geschlafen. Ja, kommt hin. Okay. Irgendwie fühle ich mich total ausgelaugt. Naja, wir wollen jetzt auf jeden Fall frühstücken. Das ist mein Frühstück, zeige ich euch. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich etwas Besonderes mache, weil ich ja in letzter Zeit so schön abgenommen habe. Wie ihr seht, ich wiege mich auch jeden Tag. Momentan 82,8. Ich wiege mich jeden Tag, damit ich einfach weiß, wenn das außer Kontrolle gerät. Weil es ist ja so, dass ich auch mal ein Stück Kuchen esse oder so und dann trotzdem abnehmen möchte. So, was ich natürlich jeden Morgen trinke, sind meine Eisentabletten. Ohne die geht gar nicht. Und dann trinke ich auch jeden Morgen eine Schwarzkümmelöl-Tablette. Das soll, glaube ich, ganz gut sein wegen der Fettverbrennung. Und das soll noch ganz viele andere Sachen machen. Aber ich habe mir meine Ernährungsberatung empfohlen und die sagte auch, das ist auch gut fürs Stillen und so. Das ist mein Frühstück, Omelette mit Dill und dann habe ich hier Käse und ganz viel Grünzeugs. Natürlich was zu trinken, Scheibe Brötchen und hier ist Hamzas Morning Brei. Schmeckt das? Viele haben nach meiner Mokka-Maschine gefragt. Ich habe die auf Amazon gefunden. Das ist die Arsum Occaminio. Die kostet hier knapp 70 Euro und in Deutschland 80. Also von daher finde ich das eigentlich ganz gut. Da tue ich jetzt meinen Kaffee und Wasser rein, rühre das und dann drücke ich auch einfach auf den Knopf und dann ciao. Oh, wie ich das ja immer so liebe, wenn das alles hier so geordnet ist. Ne? Sieht das nicht schön aus? Oh. Aber hier in die Schubladen braucht ihr gar nicht reingucken, obwohl es geht. Das ist noch so mein Gewürzschrank. Muss ich auch mal ein bisschen wieder aufräumen. Aber es geht. Hauptsache, ich habe erstmal hier die deutschen Gewürze. Das ist mein Plan für heute. Ist mein Mitvlog für heute geladen? Ja. Ist das Thumbnail gemacht? Nein. Dann sollte ich heute eigentlich noch ein Video drehen. Dann muss ich noch ein Video schneiden und uploaden für Freitag, damit es Samstag pünktlich da ist. Plus Thumbnail machen für das andere Video. Und einen Insta-Post und einen Facebook-Post machen Freitag. Ich nehme mich Besuch zum Essen kriege, dann muss ich kochen. Ach, komm. Keine Lust. Es steht jetzt mal wieder eine Ladung Wäsche an. Warum liebe das Kinder mit Einweg-Dingern hier zu spielen? Sie interessiert kein Louis Vuitton, Gucci, Dior, no, no, no. Sie will lieber einen Mann, der zu ihr sagt, jedes Mal, wenn ich dich sehe, bleibt die Welt für mich stehen. Hamza, Baba wird uns umbringen, wenn er kommt. Ich versuche es einzufangen. Ich hatte ja in diesem Zimmer, in Hamzas Zimmer, noch eine Couch drin und die will ich jetzt raus haben. Habe ich das bis hierhin geschafft, weiter kam ich nicht mehr. Ja, und die Couch, die soll hier an die Wand. Weil ich will diesen einzelnen hier raus haben, weil den möchte ich gerne in Hamzas Zimmer haben, damit ich, wenn er abends dann aufwacht, dass ich ihn stillen kann. So. Jetzt weiß aber Sami nichts von seinem Glück, dass er gleich kommt und dann hier die Couch erstmal sieht. Wisst ihr, was auch noch die Härte ist? Wir Frauen, wir können keine zwei Tüten tragen, ne? Aber das ganze Haus aufstellen, das schaffen wir, ne? Oh Mann, ey. Naja, ich habe einiges zu tun heute, weil, wie ich gesagt habe, ich kriege am Freitag Besuch und ich muss, es ist leider so, ich muss die Bude auf Vordermann bringen. Ich hasse das echt, das ist so zum Kotzen. Falls ihr euch jetzt fragt, was das hier ist, ist mein Bonnet. Das habe ich immer unter meinem Turban auf, damit der Turban immer nicht rutscht. So, ich bin gerade am Kommentare lesen, eure süßen Kommentare. Jeder einzelne Kommentar bedeutet mir wirklich viel. Es ist immer wieder schön zu lesen, dass euch das alles sehr viel Freude bereitet. Und das Problem bei mir ist immer, ich habe immer so einen Struggle mit mir selbst, dass ich dann immer denke, oh Gott, das ist so langweilig. Dabei feiert ihr das so. Männer ist immer noch nicht da, er müsste gleich kommen. Weil gleich fängt nämlich seine Serie an, die er wöchentlich guckt. Die Delish Air to Ru. Ich glaube, er kommt gleich zur Tür. Ich sagte noch,
bring bitte Triletsche mit. Wehe, du bringst kein Triletsche mit. Gerade jemand einen Kommentar geschrieben und meinte, Gott, du wirst ja immer mehr zur Hausmutti. Ich bin Mutter und es muss Wäsche gewaschen werden, es muss gebügelt werden, weil das ja schon mal wegfällt. Es muss gekocht werden, ist doch klar, dass ich Hausmutter bin oder läufst du mit dreckiger Wäsche rum? Das ist ein 24-7-Job und ich glaube, alle Mamis stehen voll hinter mir. Und wenn das Kind schläft, ist die Sache noch nicht abgehakt. Dann geht erst das Leben richtig los. Dann wird meistens noch aufgeräumt und der ganze Scheiß weggepackt, der Tag für morgen vorbereitet. Du musst auch noch irgendwie vielleicht mal duschen oder irgendwas für dich selber machen. Also, das ist immer nicht alles so einfach, ja, wie das immer aussieht, ne? Ich lebe euch kein YouTuber-perfektes Leben vor, sondern ich zeige euch einfach, wie es bei mir ist. Und ich glaube, das ist bei euch zu Hause nicht anders. Ne. So, wo bleibt mein Mann? Ich warte nur, dass er hier zur Tür reinkommt und das Sofa dann da sieht. Ja. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Pardon, unuttum. Seni görünce. Nereye? Hayırlısı olsun, ne diyelim? Taşıyamadım bunu buraya. Oraya öyle girmez zaten. Buraya çok zor girer. Anladım. Bunu buraya nereye koydum? Ben hala anlamadım. Burada çok acayip kötü duracak yani şimdi. Also wer zu uns in den Laden kommt und kein Triletsche ist, tut mir leid, der hat definitiv was verpasst. Karamell forever. Ist es egal? Auf jeden Fall wollte ich euch nochmal sagen, ich hatte ja mal damals dieses Video zu diesen Augenbrauen gemacht. Ich habe jetzt herausgefunden, dass für mich am besten funktioniert, wenn ich das Dunkle natürlich außen auftrage und die hellere Farbe innen und das innen nur 10 Minuten einwirke und dann sofort wieder abmache, wie ich es gerade hier gemacht habe. Es geht ab, sobald ihr eure Augenbrauen wieder abwascht. Manchmal wasche ich meine Augenbrauen nicht, dann hält es schon ein paar Tage. Heute am Besuch. Als allererstes habe ich jetzt hier schon mal die gute Tischdecke rausgeholt. Und zwar ist das eine Tischdecke, die hat so Spitzen, natürlich das Beste vom Besten. Und die hat halt auch so extra Servietten. So, ich muss gleich mal gucken, aber ich denke, das ist gebügelt. Wo sind die Servietten? Ah, fast unmöglich mit Kinderwagen und den ganzen Einkauf zu schleppen. Deswegen habe ich angerufen und gesagt, könnt ihr mir bitte das und das bringen? Ja, ihr seht die ganze Vorbereitung für heute Abend. Gemüse, Obst, Chai, mein Chai war leer. Also für diesen kompletten Einkauf habe ich 50 Euro bezahlt. Ja, war jetzt nicht gerade wenig, aber... Achso, das Fleisch habe ich natürlich jetzt schon rausgenommen aus dem Gefrierfach. Da nehme ich gleich noch die Folie drum, das macht der Metzger schon so fertig. Das sind immer für uns Portionen. Also wir haben immer 250 Gramm eingefroren. Und dann halt je nachdem, wie viel ich brauche, nehme ich dann immer zwei oder ein oder so. Und heute brauche ich halt fast ein Kilo. Und das habe ich jetzt schon mal rausgepackt zum Auftauen. Zieht euch mal bitte rein, wie riesig die Kartoffel ist. Also sie ist so groß wie meine Hand. Ich wollte 5 Kartoffeln haben und dann bringt er mir hier so eine Riesenkartoffel. Ich glaube, das ist eher so eine Kumpelkartoffel. Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt die Kartoffelspeise jetzt. Das ist fertig und der Kuchen ist auch fertig. Und ich bin auch fertig. Meine Haare riechen nur nach Aubergine. Jetzt muss ich mich gleich noch duschen, ey, scheiße. Mmh, Hamarate, Bro! Auf jeden Fall mache ich jetzt hier gerade die Suppe. Beste Suppe. Das kann ich eigentlich mal auf Baku zeigen, ne? Bereite ich gerade dieses Kartoffelpüree. Hier habe ich die Auberginen geschält. Soweit alles ganz gut, würde ich sagen. Bin super in der Zeit. So, ich bin so fertig. Oh Gott, wie ich aussehe, oh mein Gott. Egal. Schwangerschaftstest. Es kann einfach nicht sein, dass ich schon 5 Tage drüber bin. Ich bin gerade im Schock. So.
Mach die mal kurz eben. Okay, bis jetzt ist da nur ein Strich. Oh Gott, ich kipp gleich um. Ich lass das jetzt mal liegen. So, ich bin fertig gemacht. Und ich bin auch fertig. Guck mal, wie spät es ist. Ich stand die ganze Zeit in der Küche. Mein Mann kam nur und meinte so, hey, was hast du denn die ganze Zeit gemacht überhaupt? Die denken immer, ganz ehrlich, die Männer denken immer, das Essen sei so innerhalb von 2 Minuten alles vorbereitet. Ich hasse das. Das ist mein gedeckter Tisch. Das Fleisch köchelt hier vor sich hin. Die Suppe ist fertig. Das Auberginenpüree ist fertig. Das wird noch überbacken und kommt gleich in den Ofen. Dann mache ich jetzt gleich noch Reis. Den habe ich hier schon gut abgespült und vorbereitet. Also das ist alles eine Tortur. Ich habe hier noch selbstgemachte Fleischbrühe. Guten Morgen, der Morgen danach. Ihr kennt doch immer das aus der Werbung. Wenn die sagen, eingebranntes geht so leicht ab in der Spülmaschine. Mit Finish Quantum kriegt ihr das alles raus. So, das wollen wir doch jetzt mal testen. Ah. Das alles so leicht rausgeht wegen der Werbung. Ich fühle mich heute so, als wäre ein Traktor über mich gefahren. Kann man jetzt nichts machen, ne? Ich habe hier so eingebranntes. Es geht nicht raus. Scheiße. Oh. Mamas Rührei. Baby Hamsas Rührei. So, jetzt wird es mal gefrühstückt. Hamza hat sein Ei gegessen. Und da ist ja das Eiweiß übergeblieben. Und Leute, wir schmeißen jährlich so viel Essen weg, ne? Also allgemein, ich will nicht wissen, wie viel Tonnen Essen wir wegschmeißen. Wir kaufen oder es verschimmelt oder es wird nicht gegessen. Reste werden in den Müll geschmissen. Das tut mir immer besonders weh. Weil ich immer denke, Gott, andere Kinder haben nichts oder andere Menschen haben nichts zu essen und wir schmeißen sie im Müll. Deswegen versuche ich das immer zu verwerten. Deswegen mache ich jetzt Baiser. Und das geht ja auch ganz fix. Einfach das Eiklar von Hamsas Ei hier rein. Ein halbes Glas Zucker. Und eine Packung Vanillezucker. Und dann bei 100 Grad für circa 1 Stunde, 10 Minuten in den Ofen. That's it. Ja, ohne Spritzbeutel, aber so schnell die auch gemacht sind, so schnell sind sie auch leer. Okay. I am shock. Schock, Schock, Schock. Okay. Finish hält, was es verspricht. Oh mein Gott. Drück auf einen Buchstaben, um Musik zu hören. Lach doch mal. Der Schwangerschaftstest, er ist einfach mal so negativ. Negativer geht's leider gar nicht. Ich bin irgendwie total, wie soll ich sagen, ich hatte ja dieses 5 Tage war ich drüber, ich hatte so ein gutes Gefühl, so, oh mein Gott. Ich meine, ich habe es jetzt nicht drauf ankommen lassen, ne? Ich benutze dieses Armband eigentlich dafür, aber irgendwie hatte ich Panik, dass ich schwanger bin. Und irgendwie bin ich jetzt auch down, dass ich es nicht bin. Ja, das ist so ein total bescheuertes Gefühl, aber irgendwie hätte ich mich, glaube ich, gefreut, wenn ich schwanger gewesen wäre, weil es ist das Wunderschönste, wirklich. Wenn man diesen kleinen Rabauken da sieht. Und, by the way, ich habe meine Testergebnisse bekommen von der Lunge. Das hat jetzt so lange gedauert. Ich habe kein Tuberkulose. Ich bin so glücklich. Aber was ich jetzt machen werde, ist definitiv mich impfen gehen lassen. Weil die Gefahr, sich hier doch damit anzustecken, ist relativ hoch. Ich weiß gar nicht, ob man sich im Erwachsenenalter noch dagegen impfen kann, aber ich denke schon. Mama dreht gleich Video, mein Schatz. Ja, ich freue mich auch ganz doll. Und zwar lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Wir sind gerade dabei, jetzt mein Video für Montag für die nächsten Tage zu drehen. Und wenn ihr das hier seht, dann werden wahrscheinlich auch alle Ohrringe, alle Ringe, alle Ketten, alles wieder restockt sein. Und die Neuigkeit ist, dass ihr das jetzt alles original verpackt aus dem Dudi-Lager bei Amazon.de bestellen könnt mit allen Zahlungsbedingungen, allen Rückgabemöglichkeiten, keine Zollgebühren, keine richtig dollen Versandkosten. Die anderen Ketten, die kommen dann wahrscheinlich nächste Woche, die neuen. Da sage ich euch auf jeden Fall Bescheid und folgt natürlich Dudi Shop, um up to date zu sein.
Ach so, by the way, die Fächerohrringe gibt es auch wieder. Nur, die gibt es nicht mehr aus Modeschmuck, sondern sie bestehen jetzt aus echtem Silber. Der Rose Gold Überzug wurde auch überarbeitet. Der alte hat mir nicht so gut gefallen. Und jetzt haben wir einen neuen gefunden. Also auch das ist neu und es oxidiert nicht so schnell wie bei dem anderen. Und wir haben auch diese Ohrringe jetzt in der Silbervariante für euch. Und also ihr seht, eine Menge Neuerung. Mir macht das auf jeden Fall eine Menge Spaß mit Vlog. Ich hoffe euch auch und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Tschüss, Eschkita.